Ich bin's wieder, euer Rabbitmaster, und heute gibt's 5 Booster Designs, verschiedene, und ja, mit was fangen wir an? Ich würde sagen mal mit einem Booster von 2018, Kicker Mania 2018, der ist bei euch sehr gut angekommen, und das ist so Comicfiguren von den Spielern bei der WM in Russland. Und wir schauen jetzt einfach mal die Sticker an. So, und hier haben wir gleich mal eine Flagge. Dann haben wir hier einen Argentinien-Spieler. Dann von Iran die Flagge. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist Sané. Dann haben wir Berami von der Schweiz. Die finde ich auch richtig cool, diese Sticker. Ich habe sie gesammelt, und wenn ihr das Video sehen wollt, checkt es ab. Dann FIFA 35 2017 waren auch sehr edle Sticker. Hier haben wir einen 3er Sticker von Adama Touré, dann Thomas Ulvengu und Roger Asale. Dann haben wir hier einen von Robert Lewandowski, die Hälfte von dem Bayern Star. Dann Pablo Aguila. Dann Suri Minuru. Dann Igor Smolnikov. Dann kommen wir zu FIFA 35/2019 Sticker Serie. Und die hat mich echt überzeugt. Da hat es auch schon etliche Videos von mir gegeben. Und als erstes haben wir hier Dani Alves vom PSG. Die Abwehrmaschine. Dann haben wir Alisson. Dann haben wir Iker Gündogan von Man City. Dann Salah Monsen und Alexander Golovin von AS Monaco. Die Glitzersticker schauen richtig geil aus, und diese Stickerserie hat mich enorm überzeugt. Dann kommen wir zur offiziellen Sticker-Serie 2018-2019, habe ich mir heute am Kiosk besorgt. Und ich war geflasht von diesen Stickern und dachte mir, komm, hol dir die. Hier haben wir Benjamin Hübner von Hoffenheim. Dann haben wir Carles Aranguiz von Bayern Leverkusen. Die ja gerade gegen FC Bayern mit 3-1 gewonnen haben. Also mich hat das komplett überrascht, dass hier die Bayern gegen Leverkusen verlieren. Man hat den Anschein gehabt, dass jetzt Bayern wieder in die Spur gefunden hat. Und ja, jetzt haben sie ja wieder verloren, und jetzt ist der Abstand schon richtig groß. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der BVB gespielt hat, aber wenn die gewonnen haben, sind es schon 9 Punkte. Dann haben wir Marvin Plattenhardt von Hertha BSC. Dann Daniel Grinzek von Wolfsburg. Und
von der zweiten Liga, Moritz Stoppelkamp. So, und das letzte, das ist ein Booster, keine Stickertüte, und das ist Russia 2018 Weltmeisterschaft. So. Hier haben wir die Karten, sind mal wieder alle umgedreht. So, als erstes haben wir hier Macheli Torres. Dann haben wir von Iran Diego Reyes. Dann von der Schweiz Haris Seferovic. Dann Toby Alderweireld. Von Belgien und Dragos Grigore und Defensive Rock Fabian Scher von der Schweiz. Und ja, Leute, das war's jetzt mit den 5 Sticker-Tütchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und dann haut rein und ciao.